das ist so der Moment, wo man an der Stelle sagt, da ist die Jugend etwas mehr zurückgekehrt. Ich heiße Christina Jimdee, bin Zahnärztin und das seit 35 Jahren an einem wunderbaren Standort. Was den Arbeitsalltag anbetrifft, kann man ja sagen, dass jeder Beruf anstrengend ist. Und wenn er zusätzlich schwierig wird durch das Nichthören, dann haben wir ein Problem. Das ist ja ganz klar. Und wenn man fünfmal nachgefragt hat oder vielleicht sogar vom Sitz sich erhebt und nach vorne läuft, um dann nochmal nachzufragen, ist Zeitaufwand, ist Mühe, macht, nervt. Es ist wie ein Buch lesen wollen und die Brille vergessen zu haben. Das funktioniert einfach nicht. Die Erschöpfung, die eintritt durch die Schwerhörigkeit, die man hat, dass das natürlich auch in den Feierabend getragen wird. Also das, was es eigentlich soll, ein netter, erholsamer Abend, fängt schon mit Ermüdung an. Ich sage einmal im Treffen mit Freunden. Wir sitzen am Tisch im Restaurant. Das ermüdet natürlich, weil sie können sich nur noch auf den unmittelbaren Nachbarn konzentrieren. Sie bekommen nicht mehr alles, was in der Gruppe gesprochen wird, mit. Also das sind so Sachen, die im sozialen Alltag, also auch außerhalb einer Praxis, mich schon beschäftigt haben. Also eine Sinneswahrnehmung nicht mehr zu haben, ist schon entscheidend für das Selbstwertgefühl, weil man sich ja selber ausschließen muss. Man sagt, das traue ich mich jetzt nicht, dazwischen zu gehen, wahrscheinlich höre ich das jetzt gar nicht. Und es baut einen auf, wieder alles zu hören. Natürlich kommt dann wieder die Ästhetik dazu. Also man sieht es ja nicht. Ich habe mich dann für das Hinterohrgerät entschieden, weil es für mich von der Situation her komfortabel erschien, leicht, nicht spürbar, nicht sichtbar. Das habe ich auch geprüft, weil wen hat man zu Hause? Der Ehemann sagt dann, was, du hast schon dein Hörgerät dabei und er hat nichts gesehen. Ich habe es prüfen lassen, auch gute Freunde konnten bestätigen, es ist nicht sichtbar. Und das macht natürlich Sicherheit. Dann ist das Selbstwertgefühl wieder nach oben gerutscht. Und du bist noch Teil deines sozialen Umfeldes, du bist noch dabei, du bist noch am Wirken, es macht dir das Leben Spaß, dann gönn dir diesen Spaß und hör endlich wieder Anti-Aging pur.